So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising, die Advance-Kampagne. Ich habe mir heute mal wieder einen kleinen Gast erlaubt hier. Kennt ihr alle schon, der Kenji ist wieder mit dabei. Sag hallo. Hallo. Jo, so, wir müssen hier Yellow Comet nochmal ein bisschen weitermachen. Und der Kenji hat schon gesagt, ich soll die schwere Sensei-Mission machen. Das wäre die hier. Also, machen wir doch mal. Die Story können wir hier skippen. Die hatten wir alle in der Normalkampagne schon. So. So, wir dürfen wieder mit Sensei spielen. Mit seiner wunderbar tollen Musik. Okay. Das Gute ist, wir haben hier ein paar schöne Bomber in der Startarmee. Sensei so für einen Commander, ich kenne ihn gar nicht. Sensei in Advance Wars 2 macht 50% mehr Schaden mit all seinen Kampfhedis, also mit denen hier. Genauso seine Infanterieeinheiten, die machen 40% mehr Schaden. Dafür machen alle seine motorisierten Bodentruppen und alle seine gesamte Marine 10% weniger Schaden. Seine Gabe spawnt auf allen freundlichen Städten Infanterieeinheiten mit 9 Trefferpunkten und seine Spezialgabe macht das gleiche mit Mech-Einheiten. Zudem wird die Stärke von seinen Kahis nochmal extrem erhöht. Ja, alles klar. Also er spielt total auf Kahis und auf Infanterie. Das kann man hier, glaube ich, mal schön nachlesen. Seine Kahis sind schon wirklich sehr extrem. Mit seinem 50% Boost. Der ganze Rest allerdings, naja, man sieht's selber. Oh, ach ja, und seine Transporter haben plus 1 Movement. Das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Doch was. So. Die Pipeline hier müssen wir wegmachen. Ich brauche hier eine Artillerie. Hier hätte ich gerne noch eine Infanterie. Und da oben. Ja gut, da kommt sie. Da kommen wir erst dazu, wenn wir bei der Super Core Power sind. Hier nehmen wir noch eine Mech-Einheit und dann sind wir fertig. So, Edda kommt hier gleich mal mit einer normalen Gabe. Die macht aber nichts Schlimmes bei ihm. Alle seine Einheiten kriegen nur plus 1 Movement. Das ist alles, was seine Gabe macht. Hast du schon mal gegeben? Bist du schon mal gegen ihn angetreten, bestimmt. Gegen Eddard, also Eddard ist der Hauptgegner aus Yellow Comet. Gegen ihn kämpft man hier fast die ganze Zeit. Genauso wie man in Orange Star fast die ganze Zeit gegen Helmut kämpft, in Blue Moon die meiste Zeit gegen Kat. Und ja, in Green Earth dann dafür gegen Maverick. So. Flak-Einheiten sind hier meine größten Feinde, die müssen als erstes weg. So, da müssen wir hier auch langsam anfangen, Löcher in das Ding hier reinzuschießen. Ups, das wäre fast ein bisschen zu schnell gedrückt gewesen. Ist ja so ein bisschen, ich habe ja schon mal zugesehen bei einer anderen ähm,
Advance Wars, genau. Mhm. Jetzt hatte ich kurz einen Gedächtnishänger. Weil in einem anderen Advance Wars habe ich die ja so gesehen. Und ich muss sagen, ich ein bisschen vermittelt, ich glaube, in Advance Wars hier die Emotionen, die rüberkommen, wenn irgendwelche Einheiten zerstört werden. So, die eher kleinen Ärgernisse der Gegner. Das vermisse ich ja ein bisschen. Die Gegner, der sich ärgert halt. Okay. Das ist im ersten Teil aber auch noch mit drin. Das haben sie nur im zweiten Teil irgendwie ein bisschen unter den Tisch kehren lassen. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht vorhanden. Hm. Ich merke eh gerade, mir liegt der Emo nicht ganz in der im Aufnahmebereich. So. Ups. Einmal zu viel geklickt. So. Ah, hinten steht. Ei, das stürmt hier. So. Einmal hier angeschossen. Den stellen wir mal dahin. Der kommt nächste Runde sowieso ein Feld weniger weit, als er jetzt gerade kommt. Wir müssen hier das Feld mit Mech-Einheiten fluten. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das tun sollte. Das lasse ich mal lieber. Okay, brauchen wir hier unten noch irgendwas? Mehr Mechs. Mechs sind immer gut. Gerade bei Sensei. Ja. Ziel bei den Piratenzeugen, die der Gegner hat. Ja, Ziel der Mission ist es übrigens, die drei Mini-Cannons da oben zu zerstören. Wenn ich die alle zerstört habe, habe ich gewonnen. Okay. So. Einmal die Arti hier. Die Flak hier platt machen. Flak mit der Arti, so rum wollte ich sagen. Du räumst ja ganz schön aus. Ach, das ist nur ein paar Kleinigkeiten. Deswegen mag ich Mech-Einheiten, wenn ich mit Sensei spiele. So. Der kommt mir in der nächsten Runde so oder so mit einer Super. Der Bomber ist eh schon ein bisschen gedamaged, da macht es mir nichts aus, wenn... Oh! Das nutzen wir doch jetzt mal ganz kurz aus. Ja. Okay. Ja, das ist sehr, sehr toll. Vor allem, weil seine Mechs so super stark sind.
Ach ja. ...42% gegen einen Flak mit dem Kopter. Das muss man auch mal hinkriegen. Standardschaden ist, glaube ich, bei 25%. Sensei's Kopter sind einfach übelst brutal. Moment, das machen wir mal so. Den können wir im Zweifelsfall auch noch mit der Infanterie finishen. Hoffe ich jetzt zumindest mal, dass das funktioniert. Ja, das geht doch. So, haben wir dann alles? Okay. War jetzt aber ein langer Zug. Das Spezialgabe ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Prinzipiell macht es auch nur alle seine Einheiten kriegen plus 2 Movement. Ich bin aber auch verwirrt. Ja. Was auch immer, wirkt ziemlich androgyn. Was steckt dahinter? Was? Dein Gegner wirkt irgendwie also ziemlich androgyn, was ja eigentlich für japanische Machwerke sehr oft vorkommt, beziehungsweise doch sehr oft. Was steckt da jetzt hinter? Du weißt, was ich mit Androgyn meine, ne? Kann ich dir jetzt echt nicht wirklich was dazu sagen? Inwiefern kannst du mir jetzt nichts dazu sagen? Weil ich dazu nicht wirklich was zu sagen habe. Das sind halt das sind die Black Hole Einheiten, die sehen halt mal so aus. Es heißt, Adder ist ein oder eine. Ein, es ist ein Kerl. Achso. Wäre auch ziemlich flach sicher. So. Ich muss mal überlegen, wo ich jetzt draufhauen soll. Aber ich will nicht, dass du meine Städte besetzt. Es gefällt mir nämlich gar nicht, wenn du das machst. Die Art hier hat er immer wieder ganz schön dahingestellt. Wobei, ich brauche eh mindestens 2 Hits, dass ich das wegkriege. Kann ich das genauso gut eigentlich so machen? Okay, wie schaut's denn da oben aus?
so langsam ein bisschen aufräumen da oben, wenn man schon die ganzen Mecheinheiten geschenkt kriegt. Da steht eine Missile, okay. So einen kleinen Range-Check muss man da schon hin und wieder mal machen. So, wie weit darf ich? Bis an den Speer dürfte ich sogar noch ran. Ich schicke mal die alle dahin und den Rest dann zur Unterstützung. Flughafen besetzt. Die Raketenwerfer zu besetzen. Abflusslampen. Die Silos. Die versuche die versuch ich auch zu kriegen, weil die kann ich da wunderbar hier reinschmeißen, wenn ich dazu komme. So. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht tun. Jetzt kommen die Neotanks angerollt. Oder auch Titanpanzer. Wir spielen ja hier jetzt gerade mit der deutschen Version.